Hallo, ich bin Claudia Fröhling. Ich bin hier auf der WJAX 2012 in München und bei mir ist Bernhard Löwenstein. Hallo Bernhard, stell dich mal bitte kurz vor. Hallo, mein Name ist Bernhard Löwenstein. Ich bin selbstständiger IT-Trainer und führe meine Trainings hauptsächlich mit Java-Training.at durch. Also das ist der führende Anbieter für Java-Trainings in Österreich. Du kommst aus Wien. Genau, ja. Du bewegst dich ja in verschiedensten Bereichen in der Java-Welt und hast für uns auch schon super viele coole Beiträge im Java-Magazin verfasst. Hast du vielleicht so eine Art Steckenpferd, das dir besonders am Herzen liegt? Naja, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Applikationsservern, ja, zum Beispiel dem JBoss Application Server, den ich von Beginn an fast schon nutze. Also wir haben da, das war knapp nach dem Jahr 2000 schon damit begonnen, den einzusetzen. Und sonst halt mache ich das, was alle Java Enterprise Entwickler machen, also quer durch den Gemüsegarten. Apropos Enterprise, Java IE steht vor der Tür, nächstes Jahr soll es kommen. Wie bewertest du denn das neue Release jetzt im Vergleich zu Java IE 6 und auch im Vergleich oder vor dem Hintergrund mit den Cloud Computing Features, die jetzt nicht implementiert sind? Gut, also ich glaube, die große Revolution war damals Java IE 5. Ja. Vom nächsten Release erwarten wir etliche Bereinigungen. Ja, zum Beispiel bei JAX-RS kommt jetzt endlich eine Client-API dazu. Dann bin ich schon gespannt, was in Sachen CDI dazukommt. Da erwarte ich mir halt, dass das wirklich jetzt noch besser integriert wird in die Plattform. Also da hat man schon gemerkt an etlichen Ecken und Enden, also dass das halt noch schnell reingerutscht ist damals. Ja, was ich gut finde, also dass man die Cloud-Dinge herausgenommen hat und da jetzt wirklich wartet, also wie das Ganze entwickelt. Also wenn man sich mit den Plattformen beschäftigt, also da sieht man ja, dass noch sehr vieles in Bewegung ist und wir den Status noch nicht erreicht haben, dass man sagen kann, okay, das sollte jetzt in den Standard rein. Apropos Cloud, es gibt ja auch Open-Source-Cloud-Lösungen, die eigentlich wunderbar mit der Spezifikation auch funktionieren. Es hat sich ja auch mal die Frage gestellt, ob das überhaupt dann selber spezifiziert werden muss, wenn es andere Lösungen gibt, die das eigentlich schon alles können, ob wir das überhaupt noch brauchen. Stichwort OpenShift auch. Du bist ja auch hier bei der Platform as a Service Parade, Passparade mit dabei im Cloud Computing Day. Gibt es eine Lösung, die du empfehlen würdest und wenn ja, warum? Na, ich beschäftige mich jetzt sehr intensiv mit OpenShift, weil es für mich die natürliche Fortführung ist von dem, wo ich herkomme. Also ich habe den JBoss Application Server genutzt und habe dann gesehen, wie der umgebaut wurde, damit er halt cloudfähig wird. Und jetzt stellt halt OpenShift eine wolkige Laufzeitumgebung auf Basis des JBoss bereit, also des Application Servers. Aber ist OpenShift schon bereit? Also ist das überhaupt, du hast ja auch mal geschrieben, ist ja irgendwie noch Beta. Kann man das überhaupt schon einsetzen, richtig? Naja, es ist ja nach wie vor in der Developer Preview, also das ist der offizielle Status. Ich würde es nicht einsetzen, denn es ändert sich laufend was. Und es gibt halt etliche Features, die man nicht so gut testen kann derzeit, weil halt bei dieser aktuellen Version die Beschränkungen zu groß sind. Beispielsweise, ja, man kann nur 3 Gears nutzen, da kann man dann kaum die Skalierung, die automatische testen. Gibt es denn überhaupt schon die Nachfrage nach einer Lösung, die Enterprise-fähig ist? Also was ich mitbekommen habe, also ja, reden wir halt gerne über Cloud Computing, aber die Kunden fragen derzeit noch nicht nach. Andererseits hat es gedauert, ja, bis die Lösungen ins Rechenzentrum übersiedelt sind und vielleicht ist wirklich dann nochmal ein kleiner Schritt, also vom Rechenzentrum in die Cloud. Man ist immer die Frage, was der Kunde dann wünscht, ob er wirklich alles outsourcen möchte, nur mehr die Applikationen übers Internet nutzen möchte. Das wird relativ schnell gehen. Oder ob er wirklich halt noch Teile dann selbst betreuen möchte. Da müsste er dann halt auf Plattformen setzen. Anderes Thema, du hast auch eine super Serie über Webservices im Java-Magazin. Wie ist es denn, ich meine, Webservices sind aus der IT-Landschaft nicht mehr wegzudenken, aber wie ist es da um die Sicherheit bestellt? Naja, das, was ich so mitbekomme, also eher schlecht. Also
Gut, ja, also es gibt Möglichkeiten, wie man das absichern kann. Natürlich, die werden dann sehr oft genutzt, aber man sagt halt, okay, alles, was intern verwendet wird, braucht man nicht absichern. Also die Firewall nach außen, ja, das ist so die Absicherung in vielen Fällen. Und zum Abschluss, ich habe mitgekriegt, du kümmerst dich auch sehr um den Java-Nachwuchs. Erstmal, von welchem Alter sprechen wir da und wie sieht das aus, den Nachwuchs auf Java-Programmierung vorzubereiten? Ja, also ich habe vor rund einem Jahr das Institut zur Förderung des IT-Nachwuchses in Österreich gegründet, wollte das eigentlich regional betreiben, ist aber mittlerweile explodiert. Also wir haben mittlerweile 25 Workshops in Österreich durchgeführt. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also zur Programmierung, wir setzen da Lego-Roboter ein, also Lego Mindstorms-Roboter. Und die kann man unter anderem mit Java programmieren. Also Lechos heißt diese API und die Kinder sind da einfach begeistert. Ich meine, es ist immer die Frage, ja, was man vermitteln möchte. Die Konzepte der Objektorientierung und der Nutzung von Java, das ist eher schwierig, dass man das vermittelt. Sehr wohl aber lernen die halt die Java-Syntax. Und am Schluss haben wir dann sehr oft halt zum Beispiel selbst einparkende Autos. Also, wobei ich glaube, wir sollten viel mehr halt, ja, darauf achten, dass wir die Kinder, die Jugendlichen für Dinge begeistern, anstatt dass man immer schaut, also dass die dann schon als Experten zum Beispiel aus der Schule rausgehen. Also die Begeisterung da ist einfach riesengroß, wenn's Roboter programmieren und die das machen, was die Kinder wünschen. Ab welchem Alter macht es denn überhaupt Sinn? Ja, wir haben jetzt mehrere Kurse. Also wir haben ganz neue jetzt Bienenroboter, da kann man schon in der Volksschule anfangen und sogar im Kindergarten macht man da schon Kurse. Dann geht es weiter, dritte, vierte Schulstufe. Ja, eh schon mit den Lego-Roboter, wobei da gibt es eine grafische Programmiersprache, die aber auch, mit der man auch alle Konzepte der Programmierung lernen kann. Und ab, naja, so da. 8., 9. Schulstufe, da macht Java dann Sinn. Ja, Bernhard, dann danke ich dir für deine Zeit und wünsche dir ganz viel Spaß auf der WCheX. Tschüss.